YouTube. Wir schwitzen uns hier live auf Twitch zu Tode. Mir läuft die Suppe. Es ist mega heiß. Aber ein Mann hat sich komplett ausgezogen und gesagt, yo, Kies, ich habe mich mit Butter eingerieben und will Outlast spielen. Denn es gibt etwas Neues hier in Outlast. Das sogenannte Omega-Programm. Da müssen zwei Männer in eingeriebenen Butter immer ganz eng beieinander bleiben, denn sobald man sich von seinem Butterpartner entfernt, bekommt man Schaden. Und wer kennt sich mit Nacktheit und Butter am besten aus? Richtig, ja, Pfälzer. Natürlich, ja. Was habt ihr denn anderes erwartet? Du bist der Mann für Nacktheit und Butter. Richtig. Soll ich jetzt einfach nochmal die Variablen vorlesen, die wir jetzt natürlich hier in dem Programm Omega drin haben? Ich sehe das hier eh nicht, ne? Ich kann das hier eh nicht sehen. Ja, deswegen, ich lese es vor, ne? Auch für die Zuschauer. Das heißt, wir machen jetzt nochmal theoretisch Level 1, töte den Verräter, aber mit folgenden Variablen. Und zwar, gemeinsam sind wir stärker, was Kisi eben schon gesagt hat. Und zwar, bleib in der Nähe deiner Freunde oder erleide Schaden. Dann haben wir theoretisch ein tödliches Top-Subjekt mit drin. Das heißt, unser YMCA-Boy killt uns instant. Ne? Egal, wie viel Health wir haben oder sonst wie, instant. Dann haben wir theoretisch maximale Gefahr. Das bedeutet maximale Anzahl an brutalen Feinden. Das heißt, die hitten natürlich auch noch stärker als sonst. Was sonst, ne? Wenn man halt Buddha an sich hat. Dann ebenso haben wir maximale Fallen, maximale untödliche Fallen, unzuverlässige Türen, extra verbarrikadierte, blockierte und mit Fallen versehene Türen. Nothing more. Und natürlich das Allerwichtigste, ganz am Ende, wir haben keine Medizin-Items. Das heißt, wir können uns nicht healen. Außer geil, mit dem Perk, den Kisi hat. Geil, Mann. Ich habe richtig Bock. Da hab ich richtig Bock drauf. Ich wähle aus und wir gehen einfach mal rein. Und ihr wählt jetzt mal eine Bewertung aus und vielleicht auch noch einen Kommentar schreiben. Sowas wie, keine Ahnung, was eure Lieblingsaktivität mit Butter ist. So. Ich weiß nur, dass Owen Wilson gerne Liebe mit Butter macht. So, Prüfung wird vorbereitet. Let's go in there. Rein da? Mhm. Also es wird jetzt ultra hardcore, mega pervers schwer. Dagegen ist das Omega-Programm, das Program X Dreck. Ja, also wie gesagt, ich habe selbst Omega noch nie gespielt. Ich weiß halt nicht, wie heftig jetzt theoretisch der Schaden wird, wenn wir uns trennen. War hier schon immer Blut auf dem Boden? Ja, ja. Oder ist das jetzt die das noch Mamas heftigere Gruß, Nummer? Ne? Meinst du? You are the exterminator. Only we can tell you what is true. There is a snitch inside the prison, preparing to testify against our truth. Kill the snitch. Alles klar, gib mir den Nebel, Bruder. Ziemlich gestört, Alter. Oh ja. Ziemlich gestört. Also, wie gesagt, wir versuchen mal wirklich ein bisschen hier Teamplay, ne? Das, was wir ja schon immer machen. Wir sind ja, wie du gesagt hast, ein Kopf eigentlich. Wir schaffen das. Ja, doch. Aber halt wir müssen halt immer gemeinsam bleiben. Ja. Ich habe mir dann auch vorgestellt, was passiert denn, wenn du jetzt theoretisch sterben würdest. Drück ja dann schon einen. Deine rennt schon mal in Versteck. Ich stehe den immer im Viereck. Oh, guck mal, hier rechts schon mal direkt. Soll ich die Spritze mitnehmen? Ich kann nehmen, ich habe 4 Slots. Nimm die mit, dann nehme ich mal eine Flasche mit. Doch, der Dicke kommt gleich schon. Jetzt hat. Ja, können wir doch hier direkt ins Würstchenhaus. Warte mal, ich hab direkt einen Blick. Ob ich was sehe. Lohnt Batterien, sich denn das Gebäude hier drüben? Mine. Da ist ein Dietrich vor dir beim Stoppschild. Durst. Need. Protein. What? Was bin ich denn gerade getreten? Ach, ein falscher. Warte, falscher Kies nicht mehr. Wenn er mich piekst. Hilf mir, wenn er mich piekst. Dann kann ich gar nichts machen jetzt. Nein, jetzt gehst du das Versteck. What? Jetzt bin ich das. Alter, dieses Drecksversteck. Ding, sowas, wir müssen ihn triggern lassen und dann kannst du so wegtreten. Was ist mit dem da drüben? Sollen wir den abwerfen? Weil der. Nee, scheiß auf ihn. Also hier ist ein Dietrich. Warte mal, wenn er mich sieht, egal. Ich renne mit dem. Ja, aber du weißt, ich muss auch mit rein. Come on! Also ich bekomme schon Schaden. Wow! Ich musste werfen. Nur von dem jetzt. Ja. No! Das haben wir beide gehabt. Ja. No! Jetzt sind wir sowieso am Arsch. Kannst direkt wieder neu starten. Ich bin voll im Psychose.
Wir schaffen das noch. Bringt nichts. Dann bring ich mich um. Ich sterbe jetzt beide an der Psychose. Also mir geht's gut. Geh weg, Psychomann! Oh. Hast du? Come on. Klar, ich hab doch gar hier keine volle. Ich hab doch hier Resistenz. Gegen Psychose. Ah. Ach, das geht mit deinem, Perk oder was? Nö, ich hab einfach nur mal schlau daherreden wollen. Ah. Okay, warte mal, ich mach hier schon mal zu für den Notfall. Ach, die Tür ist kaputt, ja, herzlichen Glückwunsch. Da war gar keine Tür, da waren nur Bretter. Ah. Okay. Okay, warte mal, jetzt, wie gesagt, die eine Tusi mit dem Messer, die läuft jetzt hier Patrouille da hinten. Warte mal, ich muss da ganz kurz mal mein Zeiger wieder reinmachen, ich hab den weggemacht, Einstellungen. Warte mal kurz, bis mein Juice ready ist. Ja, ja, alles gut. Genau sowas müssen wir, so müssen wir spielen. Wo war denn hier? Zielpunktanzeige hier an. Ja, aber jetzt hast du jetzt deinen Röntgenblick bereit. Ja, der kommt relativ schnell, ja. Ich kann mal gucken, ich muss sehen. Vorrichtungslader da hinten. Da vorne liegt ein Dokument. Hinten sind Dietrich. Ach, da, gleich geht's los. Unter uns. Jetzt, komm her. Ah. Ja, perfekt. Oh. Oh, da hat sich jemand gesehen. Wow. Nee, der hat es gehört. Das kann auch sein. Dann lass uns den Kreis ran, komm mit. Ich bin schon in dem Schrank. Ah. Er hat mich gesehen. Du bist drin. Renn einmal die Runde, jetzt bloß andersrum wie vorhin. Achtung, au. Deswegen, ja, ich sag ja, die Nerven. Also einfach hier links zwischen LKW. Vorsicht, Mine. Wow. Und direkt in den Spind. Da machen die uns nämlich die Bretter hier weg. Oh, oh, da hab ich glaube ich gesehen, oder? Oh, hat er mich? Alter, war es der dich gesehen? Nee, ich glaube nicht. Direkt. Oh. Da steckt bei mir im Spind im Kopf. Das, hier die Bretter kaputt ist schon mal gut. Ja, das genau, so musst du es nämlich auch mal nutzen. Du kannst sie nämlich da hinziehen. Wollt ihr natürlich den Kontakt zu dir verlieren, räumen die alles in der Umgebung auf und machen es kaputt. Siehst du, ob der weg ist? Ja, der kommt wieder rein. Ah, wow. Oh. Hat er dich? Nee, ne? Nee, andere Seite ist er. Was labert der Typ? Ich würde den ja schon gerne mal so mit so einer, mit der rechten Hand einfach mal so eine kleine Backpfeife geben. Weißt du, dass die mal 2 Sekunden oder so betäubt werden? So, ich hab Röntgenblick wieder ready. Ja, gut, Musik ist auch weg. Jetzt halt die Frage: Durchgehen? Ich guck mal, ob ich irgendwie Items finde. Hier ist da was, das nehme ich mit. Hier ist Batterie, genau. Backstein. Hier ist ein Dietrich, nimm den mal mit. Ich hab nämlich auch einen. Von mir auf der Bank. Sonst sehe ich auch wieder eine Dietriche. Minen. Nee. Ding ist halt jetzt. Ah, hier ist noch ein Dokument. Das kann ich mitnehmen. Yep. Sobald du mir direkt mal rüber hilfst, ist halt jemand auf der anderen Seite, weißt du? Das ist auch doof. Dann triggern wir uns theoretisch jetzt komplett auseinander. Ja, guck mal, der Weg ist ja nicht weit. Hinter der Wand ist ein Schreier. Wir müssen ja nur hier aber jetzt erstmal durch. Da unten hängt einer. Ah, das ist der Riese. Wenn man die kommt, Vorsicht. Ich würde sagen, also, ich muss gleich mal gucken. Ah, Röntgenblick dauert noch. Irgendwo auf dem Weg wird ein Schreier sein wie vorhin. Der uns wieder betäubt. Achtung. Ja, die. Ah, die hat das gesehen. Okay. Durchrennen? Ich, ja, ja. Spaghetti, so. Let's go. Wenn ich einen Schreier sehe, werfe ich den ab. Nee, ich sehe keinen. Den dicken werfe ich auch ab, du rennst durch. Ich renne jetzt in die Röhren. Das ist ein Schreier. Okay, lauf einfach durch. Trigger ich. Und jetzt komm, in die Röhren. Verflucht! Da sind wir nämlich 100% safe. In der Safe Space. Oh. Okay, das war schon mal nicht schlecht. Gut. Hier liegt noch irgendwo ein Dietrich normalerweise. Hier. Nochmal einer. Okay. Dann braucht dein Heal wieder. Der ist ready. Ah, okay, dann hast du den auf. Dann holen wir den YMCA-Boy mal. Alter, jetzt geht's ab. Was ist das da vorne für einer? Ja, der wird jetzt direkt verbrutzelt. Der wird, ja, ja. Wir sind gepistert. Das Finale wird halt richtig.
So. Warte mal, jetzt kommt nämlich der andere Riese. Genau. Hier steht, beende die Therapie. Rette unsere Wahrheit. Warte, ich mach dich ganz kurz ein bisschen lauter. Jetzt müssen wir hier aus den Röhren raus, ne? Mhm. Aber dann müssen wir, wie gesagt, erstmal links. Das heißt... Warte, ich bin da. Draußen ist niemand. Ja doch, da vorne ist der Riese, safe. Der patrouilliert hier auf der Seite. Ach, da drüben. Ah, da ist er schon, Vorsicht. Genau, aber der ist normalerweise relativ easy, der läuft jetzt rechts, genau. Bist du bei mir, bist du hinter mir? Ja, da kommt, Vorsicht. Ich bin im Versteck. Genau. Ja. Der kommt, warte. GTA 6 dieses Jahr? Nee, glaube ich nicht. Guck mal, hier ist auch was zum... Warte, ich zieh ihn einmal. Soll ich raus und knacken? Warte. Jetzt komm, wir müssen raus. Wir müssen rennen. Einfach durch. Alter, wie du rennst, das sieht richtig dumm aus, ich muss nicht nur sagen. Hier ist schon ein Versteck. Da war ein Schniebli. Alles, ich muss sagen, geh ins Versteck in Notfall. Da kommt. Vorsicht. Ich hab noch eine Flasche. Ja, dann schon wieder. Ja, wirklich, wir müssen im Kreis rennen. Du musst das Versteck usen. Komm rein. Mach zu, geh in dem Spinde, wo wir vorhin waren. Bin drin? Rein. Ja, einfach chill. Gut, easy. Ich hab ihn markiert. Daddy will einen Snack. Komm her! Da close, be careful. Hatten die schon immer Untertitel, die Dudes, bei jedem ihrer Sprüche? Ja, ja. Na, easy. Jetzt geht er nämlich wieder zurück. Boah, da ist man aber auch wieder so konzentriert, da kann man ja nicht mal über... Also da kann man sich ja nicht mal in Ruhe die Penis angucken. Ach, da hinten, komm einfach durch. Mal genau so andersrum, du gehst jetzt in diese Tonne, wo ich dir vorhin angezeigt hab. Ich bin schon drin. Geh da rein. Die Tonne ist mein Ding. Genau. Erreiche den Verräter. Abgeschlossen. Nichts machen, warte. Ah, die hat mich. Okay, wow, ich renn mit ihr, warte. Aber du darfst nicht zu weit weg, ne? Ja, ja, warte. Ich muss mit ihr jetzt einmal rennen. Au. Ich weiß nicht, wie ich sie rausholen soll. Probier es, aber ich glaube, sie hat mich. Warte mal. Kann sie wegtreten, ne? Ja, sie hat mich, ich hab mich. Ich bin da! Okay. Das noch eine Spritze, by the way. Wir müssen gerade zurückrennen, wieder gleiche Pose. Würde ich sagen. Ich bin nochmal ins Fass gejumpt, warte sie. Ja, ja, das bringt nichts. Ja, das bringt nichts. No, ich bin da! Da, wir haben nur ein Versteck auf der Höhe. Warte. Komm zu mir, die ist irgendwie... Ich kann die blockieren vielleicht. Die ist nicht mehr getriggert. Ah, dann, ich geh zum Verräter rein. Komm rein. Ja. Oh, die sind an mir. Probier's. Ja. Schaff ich! Okay. Boah, wir zacken. Boah, sie hat mir voll eine gegeben. Kommst du mit? Ja. Gleiche Pose. Muss ich ja, sonst bin ich tot. Gefühl. Moment, ich hab nicht so viel Ausdauer. Ja, ja. Ich bin keine Level 500 wie du. Hier rein. Und chill. Dann haben wir sonst gehen. Überhaupt kein Stress. Eigentlich ja, schon, ist schon gemütlich. Finde ja. Ich geil. Macht schon Spaß, ja? Mhm. Da gönne ich erstmal eine Heilung für alle. Hat die nicht? Nee. Oh. Nee. Die hat eine Zahnspange. Oh, hat sie dich? Mhm. Alter. Beide triggert. Aber die smelt. Die smelt dich. Ja, die sind auf jeden Fall eine Legende halt drauf, ja. Ich hab neues Axe-Deo drauf, deswegen. Leder und Schoko. Mhm. Dulgeburt, Alter, was für ein Name, dankeschön. Dulgeburt. Also. Okay, ich glaube, sie ist weg. Achtung, ich gönne jetzt eine Heilung. Boah, was, ich freue morgen auf meine Klima, die kommt morgen. Oh, wenn ich einfach zocken und streamen und aufnehmen kann. Weißt du, was mich richtig ankotzt? Die hat dich wieder gesehen. Wo ist sie denn? Wieder im Klo. Ich hab jetzt. Warte, renn du durch, renn in die Tonne, ich renn ganz hinten durch, da hab ich mein Versteck. Okay. Was mich richtig ankotzt, ich habe mir von Magic Lord of the Rings Collector Booster noch zum Startpreis geholt.
Und ich habe die vorbestellt, sogar noch vor der Vorbestellerauslieferung. Und bis jetzt habe ich die noch nicht. Das nervt richtig. Hm. Und die Dinger kosten normalerweise irgendwie 350, ne? Hm. Und jetzt kosten sie 600 im Shop. Wow. Ein Päckchen. Also eine Collectors Booster Box. 600 Eier. Wie irre ist das? Hier. Aber wenn du den einzig wahren Ring rausziehst, bist du Millionär. Oh, dankeschön. Aber warum soll ich das tragen? Ich könnte auch so einen Perk machen, dass ich Doppelspritze sogar benutzen könnte. Aber ich habe ja auch eine. Jetzt hat jeder eine. Oh, mein Hübscher. Ja, wie gesagt, bringt auch noch nichts. Wir können ihn nur liegen lassen. Also du kannst ihn... Wenn du einen Halten hast... Ja, what? War schon immer so? Ja, ja. Müssen wir erst vorne das Türchen aufmachen. Ach, erst mal, ich kenne nur Keller-Ding. Oh, nö, nö. Kann man nicht. Ach, das war ja das zuerst. Boah, müssen wir jetzt nochmal in den Keller, ne? Ja, ja, alle Generatoren anmachen. Mit Benzin. Mhm. Hass mein Leben, wollte ich nur mal ganz kurz erwähnt haben. Weiß, ich überlege gerade, ob wir eine hier lassen, eine Spritze. Die Tür bitte später öffnen. Au! Boah, geh doch nicht weg! Sollen wir einfach hier eine liegen lassen? Dann mal länger gehen hier. Was ist G, ne? Mhm. Genau. Okay. Ich guck mal, ob ich irgendwas finde, was interessant ist. Flasche habe ich hier nochmal. Da ist noch eine Batterie, die kannst du usen, wenn du Bock drauf hast. Meine Batterie ist eigentlich noch super voll und ich habe eine. Okay. Was mit denen da? Ich bin noch ganz. Gar kein Gas, ne? Ja, zu denen darfst du natürlich nicht. Das ist noch ein Dietrich, aber wir haben auch bisher gar nichts gefunden, irgendwie zum Aufmachen. Doch, eins am Anfang, habe ich ja gesagt. Ja? Ja. Okay. Ja gut, jetzt wird's halt da drin richtig, Herr Wien, ne? Damit der... Das wird übel. ...beim CA-Boy sein. Wenn der einen von uns hittet, sind wir direkt im Zentrum. Woher weißt du das? Ja, weil wir ein tödliches Topsubjekt drin haben. Da vorne läuft das schon. Egal, wie viel Leben du hast, das Instant Death. Batterino. Okay, also first thing, da ist ein Benzinkanister. Aber da müssen wir aufbrechen. Ne, ne, brauchen wir nicht. Hier können wir auch um... Was soll ich mit der Falle? Da ist Strom. Ja, die wird grün, jetzt können wir durch. Wie lange? Geht gleich wieder an. Eine Falle. Ach, da ist eine Falle. Ja. Nimm nur den Benzinkanister. Ja. Ist sonst noch was? Nee. Du musst erstmal einen Generator finden. Ich, normalerweise ist entweder da hinten einer. You see that? Oder dahin. Hier auf jeden Fall. Merkt ihr schon mal, Verstecke hier in dem Rückding vom Auto, ne? Im Kofferraum. Ja, jetzt sind wir fast da. Achtung, ich mach langsam auf. Langsam, langsam, ja. Ich sag, der kommt. Kommt nicht zu uns. Falle. Ja, easy. Okay, warte mal. Hier ist noch ein Versteck. Ich drop mal ganz kurz den Kanister. Ich mache nämlich gerade die Falle auf hinter uns. Da ist auch ein Versteck. Geh mal ins Versteck hier. In dieses Fass. Ich mache jetzt Lärm. Du kannst direkt schon rein. Hier siehst du gar nichts da unten, ne? Der und Keller ist pitch black. Oh, das war, ist gar noch ein Versteck. Oh, ich dachte gerade, Ach, der kommt rein. Beide sind hier drin. Können die uns im Dunkeln sehen? Ja, hast du nicht dieses Symbol drin, wo ich dir mal erklärt habe? Achso, ja doch, ich habe hier so einen Mond, aber könntest du uns trotzdem sehen? Ja, genau, das ist dunkel. Ja gut, der Best Boy, es gibt zwei verschiedene Best Boys. Es gibt einen mit Nachtsichtgerät und einen ohne. Der Nachtsichtgerät Boy Pesti natürlich, geht der raus. Das sieht dich instant. Ja, der wird gleich sowieso komplett weggehen. Der hat ja immer nur so 2 Minuten Cooldown. Okay, wir haben, glaube ich, freie Bahn, ne? Ja, der YMCA muss halt weg sein, ja. Achtung, die... Watch your ass, it's a trap. It's a trap. Watch out. It's a Donald Trap. Okay. Warum spielen wir es? Ja, wo gehst du hin? Ah, okay. Du? Ich komm zu dir. Hier, die Richtung. Ja, ja, genau, richtig. Was warum du auf jeden tun Fall wir brauchst? Uns das an? Was ist die Perversion für dahinter? Für den Content. Für den Content machen wir das ja alles. Ja. Glaubst du, da guckt noch jemand zu? Ja. Du denkst jetzt gerade, in diesem Moment ist jemand auf YouTube und sagt, cool, Mann, voll geil. Ja, die Leute haben es bei mir Assi gefeiert. Ja, vielleicht sind die aber auch alle kranke Schweine. Ja, wie wir. Dann passt ja. Wenn ich jetzt das Ding hier knacke, ne, haben wir ein Problem, wenn ich die Tür Ja, aber lass mich machen. Hier ist eine große Batterie, wenn du die mitnehmen willst.
Ja, die könnte ich jetzt schon fast brauchen. Da warte mal ganz kurz. Ja, da kommt irgendeiner, ne? Er macht uns auf. Ich weiß nicht, ob er uns gesehen hat. Hat er. Run. Achtung, wieder! Warte. Er ist bei mir. Hat er uns wirklich gesehen? Ja, komm. Ich hab eine volle Leute. Ich werde auch gleich sterben dann. Ich geh ins Fass. Ja, mach. Ich sterbe jetzt gleich im Spind. Ich hab volle Psychose. Okay, warte mal, ich dudel mir die kleine Batterie rein. Nein! Ja, du musst mich einfach. Rausgegangen aus Versehen. Ja. Ist er da bei dir? Nee. Weiß, ob du mir helfen kannst, aber ich glaube nicht. Wir haben halt gar kein Gegengift. Ja, aber. Bleib bei meinem Fass. Wo ist er nachgelassen? Uff. Soll ich dich heilen? Nee, geht. Ich hab selbst Regeneration, einen Balken voll. Okay. Er hat uns auf jeden Fall die Tür schon mal aufgemacht, sehr gut. Er ist da noch drin. Oh. Alter, geh in deinen Spind. Der hat mich. Warte. Ich renne einmal ganz kurz mit ihm in die Ecken. Bleib da drin. Bleib einfach da drin immer noch. Ich bleib drin. Ja, sieht mich nicht. Genau so meine ich. Ich bin einfach 5 Meter gerannt, der rafft sich. Können die Minen auslösen? Können die auf die Mine treten? Ach, das ist schade. Ja. Aber es ist schon mal gut, dass er, wie gesagt, wir bleiben. Aber könnt ihr die jetzt rein theoretisch, random, einfach mal ins Fass kacken bei mir? Ja. Einfach mal reinscheißen und so. Weil die viel aggressiver sind, ja. Scheiß dem Typen jetzt mal ins Fass und guck mal, was passiert. Ja, erst recht, wenn es nach Kisi riecht. Ich riech voll gut. Du bist der Stinker von uns beiden. Eigentlich nicht. Ich bin eigentlich Parfümmodel. Jetzt so geht halt darüber, wo wir hin müssen. Dude? Ja, auf jeden Fall. Immer gut eingepustet. Immer. Kann sein, dass er gleich wieder kommt, aber wahrscheinlich mal den Backstein hier. Du riechst so ein bisschen wie so ein Douglas-Vertreter, ne? Mhm. Komm her, geh mal rechts. Da läuft nämlich gleich die Patrouille lang, wo du stehst. Ja, aber wollen wir nicht. Ja, aber jetzt ist er nicht da. Wollen wir jetzt nicht schnell da reinhuschen? Ist das jetzt nicht der. Da ist halt Licht drin, ne? Ja, wir müssen ja da rein, oder nicht? Ja, aber wenn er zurückläuft. Er wird jetzt gleich zurückkommen, ne? Ich hatte gesagt, dass er halt zurück ins Dunkle reinläuft, wird dann in die Zelle gehen, wenn er wieder zurück ist. Aber ich guck mal, wo er ist. Moment. Den aber gerade nicht mehr. Da vorne ist ein Werkzeugkoffer. Ja, ich nehme mal. Kann ich damit? Eine Batterie. Der große. Ah, ist irgendwo die Richtung, wo ich jetzt hinguck. Können wir da rein? Schreier. Hier ist noch eine Spritze, by the way, erinnere dich dran. Hinter uns. Wow, was war das? Oh Gott! So, hinter der Wand. Guck mal. Hinter dieser Mülltonne da hinten. Hinter der Wand, theoretisch. Ist ein Schreier. Das heißt, wenn du da rennen müsst, denk da dran. Da kommt gerade. Okay. Beim selber kommst. Moment. Lass uns hier reingehen. Komm hier rein. Ja, ich komm schon. Ich will nur, dass ich markiere die ganze Zeit, wo er ist. Hat uns die Tür hier auch aufgemacht? Ich glaube nämlich, der Generator ist da drin. Ja, Generator oben. Hier steht's. Aber ganz kurz chillen, der läuft gleich wieder zurück. Okay. Der hat mir auch 2 Spinde im Notfall. Also, da sind 2 Spinde, falls wir rennen müssen. Da ist wieder was zum Knacken. Muss mal aufmachen. Wenn du magst. Alright. Alter, wie schnell dreht sich das denn jetzt? Hier ist auch noch eine Kiste. Das Gute ist hier. Oh mein. Wow. Oh, bad Eier. Werde ich sterben? War easy. Ja, ich bin im Spind. Ich bin im Spind. Okay. Ey, bei mir war das richtig, richtig unangenehm. Ich glaube, das Gift hat schon nachgelassen. Gute alte Giftresistenz. Was war da drin? Da. Mit der großen Batterie. Oh, das andere ist geil.
Bloß als Idee, falls wir hier rennen müssen. Das ist doch, das ist doch das Ding für Vorrichtung, ja. Für Fähigkeit, ne? Soll ich das mitnehmen? Das habe ich mitgenommen. Okay. Was ist jetzt los? Warum habe ich jetzt auf einmal so eine Psychose? Ich dachte, ich wäre geheilt. Ey, ich dreh durch. Was ist da kommen? Auf der anderen Seite. Achtung, da kommt irgendwie Dr. Schlitz. Hä? Ich muss einfach kurz warten, das geht wieder weg. Paladin, dankeschön. Müssen wir hier rein, in den Raum? Ja, pass mal, hör mal nochmal zu jetzt. Wir haben ja ein Viereck hier. Das heißt hier, wenn ich jetzt hinzeige, da hinten, ja, kannst du im Viereck rennen, ne? Das heißt, wenn wir jetzt da rennen müssen, dann nutzen wir jetzt einfach die Spinte im Notfall zum Verstecken oder diese Kiste hier. Ey, ich hab schon wieder eine Psychose. Ja, das ist ganz normal, bis es abläuft. Ja, aber ich sehe diesen Balken gar nicht mehr. Ich dachte, das wäre durch. Nee, das kickt immer noch ab und zu. Ach, der Kanister. By the way. Ganz vergessen. Wer ist der... Wow! Ja, wer ist der Psychomann? Sehr unangenehm. Opus Boy. Aber weiter weg. So. Achtung, hängt da einer um die Ecke? Ne, ist ein Hund. Ja, hier ist der Generator. Ich hab wieder einen Psychoanfall. Bleib mal da drin, meinetwegen. Alter, ich höre sogar die Hunde. Richtig ekelhaft. Ja, das ist immer normal. Aber wie lange das braucht auf einmal? Was war das? Alles muss grün leuchten oder wie? Mhm. Genau. Muss ein bisschen rumprobieren, bis zwei auf einmal angehen danach. Was ist das eigentlich? Warum probieren? Was meinst du? Diese verdammten Psychosen machen mich total irre. Oh, Vorsicht, Fenster, Doktor. Klaus bei uns. Warte, ich geh mal kurz weg. Nee. Boah, ich hab aus Versehen eine Heilung angemacht. Max. Ey, diese komischen Psychotrips, die ich dauernd hab, die nerven hardcore. Notfall, lass mich dich einmal sterben und dann hole ich dich wieder. Sollen wir mal auch machen. Okay, Ding wird jetzt sein, ich mach jetzt den Generator an. Ja, das Ding läuft doch nicht, ja, mach's mal an. Ja, genau, wird das Lärm geben und. Ey, ich hab schon wieder so einen Anfall. Wie lange habe ich das denn? Lange? Bis, wir gehen dann zurück in die Kiste oder in die Schränke, ne? Ach, du hast den Schaltkreis noch reingemacht. Ja, du musst ihn noch anmachen, weil ich dauernd hier so einen fiesen Trip hab. Fiesen Tripper-Trip. Ah, jetzt. So. Mach jetzt an, es gibt Lärm. Die werden kommen. Ja. Ich bin schon ready, in den Schrank zu pushen. Komm. Hier, die Kiste. Christmas coming early this year. Ja, da ist es. Sag mal, ich steh's nicht. Wow, 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 wow. Ah, kann ich ihn wegtreten? Nee, das ist ein Schreier. Da steht direkt vor mir. Ja, ja, genau. Ich muss aber gleich leise sein. Aber er geht weg, er geht weg. Ja, ja, der hat uns dann. Vor uns steht direkt ein Schreier. Hier. Geht der nicht nochmal weg oder bleibt der Schreier jetzt da? Ja, der bleibt jetzt da. Also geh raus und mach direkt geduckt. So, geht weg. Einfach direkt geduckt. Ganz raus. Guck, der liegt da. Eine Wasserleiche. Okay, warte mal, ich könnte auch noch eine Batterie gebrauchen. Das habe ich dir hier schon genommen. Brauchst du noch eine? Mach ich jetzt mal meinen Röntgenblick. Wow, ey, ich habe schon wieder so einen Psychosenanfall. Ja, ich guck mal, ob ich irgendwas finde, aber nee, über Batterie nur. Backsteine. Hier sind zwei Schreier direkt vor uns. Oh, warte, der YMCA-Boy kommt. Oh mein Gott, Alter! Er läuft eine Patrouille, da wo wir gerade eben waren. Er steht jetzt da. Kommt der Name Rocky Stone eigentlich aus Far Cry? Und ich bin wieder am Trippen. Na, rechts in den Generatorraum. Aber hier ist doch
Batterie, maybe. Ja, nehme ich mal. Oh, okay. Oh, Digga, jetzt hab ich gefunden. No. Ja, egal. War selber dumm. Hat er es gehört? Kann gut sein. Ich. Was hier zu? Wenn du was siehst und verstecken, ja, versteck dich. Hier nix. Oder komm, nee, komm mit. Auf hier durch. Ich woanders hin. Wo bist du? Hier, hinter dir, hinter dir. Ja, wo bist du? Links von dir. Hä? Da, wo du gerade drin bist. Links von dir. Gut, auch. Das ist mein Name nicht? Hallo. Ich seh deinen Namen. Ja? Gott, diese Trips, die ich hier fahre. Bei mir wird immer das Bild auch ganz verschoben. Ja, im Notfall lass dich sterben, dann lass dich einmal von dem catchen. Nein, niemals. Dann gehen deine Trips weg. Ich behalte hast du deine Trips. Ready, oder? Nee, noch nicht. Ich hab aus Versehen verwendet. Oder ist er schon wieder ready? Ach so, wenn du stirbst, glaube ich, musst du sowieso mal neu laden. Also dein Perk. Und der Trip geht wieder los. Duschen. Es kommt nur. Best Boy. Einige sagen, das erinnert so ein bisschen an Manhunt. Ich finde, das erinnert eher an Condemned, so von der Optik. Achtung, hier ist irgendwo ein Räuchermann. Ja, Schläfer, ja, ja. So, hier ist ein Kanister. Ich glaube mal, ich weiß, wo der letzte ist. Aber hier kommen wir nicht durch, oder? Nee. Am Duo halt, aber es macht halt assi viel Lärm. Ich würde sagen, wir gehen den normalen Weg zurück. Ich bin bei dir. I'll be there with so, you. I'll be there with you. So. Oh, die Trips. Okay, hier schon mal eine Kiste. Das ist der Wimes Elbow für uns. Was geht da ab? Oh nee, Riese. Der Riese. Naja, der macht. Der ist aber relativ dumm. Warte, ich komm. Hier wieder ein Trip und komm nicht an die vorbei. Moment. Lauf rechts am Auto, ins Auto. Hier. YMCA Boy läuft aber auf mich. Lauf an dem vorbei, der macht nichts. Ah, Moment. Genau. Der sieht nämlich nichts. Okay, nehm ich keine Stimme. Irgendwo röchelt hier aber wieder einer, ne? Ja, der ist hinter dir da. Achtung, da vorne habe ich glaube ich eine Mine gesehen. Generator. Ja, ja. So, wie gesagt, der YMCA-Boy läuft Patrouille. Also hier haben wir schon mal zwei Spinter. Moment. Ja, beide können wir reingehen im Notfall. Dann füll mal auf. So. Im Notfall, falls er einen aus dem Spind holen sollte, rennen wir zurück zu den Autos. Also. Hinter uns! Oh nee, das ist wieder nur eine Hallo gewesen. Alter, das ist echt übel. Hier lang. Okay. Was, wir rennen zu den Autos? Ja, hier würde ich lang dann. Da hinten kommt der YMCA Boy. Hast du deins fertig? Yes. Warte, bis der weg ist. Warte, bis der weg ist. Oh. Ja. Ich hab den nächsten Trip. Ja, easy. Okay. Tja, aber einmal Teile eingeschmissen, ewig eine Psychose. Ja, ist ich dachte, das wäre lustig. War es aber nicht. Okay, ich guck mal an. Kannst du mal reingehen, wenn du magst? Also, wo gehen wir jetzt hin, den Spind? Ja. Falls er einen rausholt, rennen wir ganz an den Eingang zurück. So. Also, da rede ich this way, wo ich jetzt markiert habe. Falls er einen aus dem Spind holen sollte. Ja, guck mal, wir haben doch jetzt eigentlich, muss ich sagen, die Garage relativ gut gemeistert. Ja, ja. Ist doch eigentlich schon wieder zu leicht für dich, oder nicht? Mhm. Du bräuchtest eigentlich noch jemand, der dir im echten Leben, während du spielst, ins Gesicht schlägt. Ich glaube, das wäre für dich so die richtige Herausforderung. Ist, wir haben dann irgendwann die letzten Level einfach rückwärts gespielt. Also rückwärts laufend. Ja, echt? Hast du wirklich gemacht? Ja. Bist du am Ende, ja. Gelaufen? Bist du einfach rückwärts, ja. Weil du gesagt hast, ist mir sonst zu langweilig. Ja. So, bist du dabei? Mir ist noch ein Spind. Ja. Muss gucken, wo der Boy ist. Soll ich ihn aufmachen? Der ist da. Oh, ich hab schon wieder. Ey, diese Psycho-Kacke macht mich fertig. Ja, ich hab ja auch eine Psychose. Auch die ganze Zeit. Der ist irgendwie vor uns. Ich geh mal kurz ans Knacken. So, ist offen. Okay. Was drin? Auflader wieder, ich kann ja einen mitnehmen, wenn du magst. Nimm einen mit. Doppelheal haben dann, oder Dreifachheal sogar. Ich muss eine Batterie ansetzen auch jetzt.
I need this. Okay. Nächste Psychose geht wieder los. Er steht da vorne. Er kommt zu uns. Vorsicht. Wo gehen wir hin? Geht vor uns. Kurz zu. Oh, da machen zwei Typen. Er guckt gerade im Kofferraum. Was? Ah ja, lol. Er steht da vor uns. Okay. Jetzt geht er weg. Ja, jetzt ist er weg, okay. Dag Jonas, dankeschön. Lass gemeinsam aufmachen, dann sind wir schneller. Er zieht uns, let's go. Schnell, 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 schnell. Direkt ducken und raus. Ja. Okay, ducken. Raus. Besser. Ha, Idiot. Easy. Boah, die Psychose kickt. Oh, ne. Also wenn er runterkommt, sind wir am Arsch. Ach, das ist ein falscher Ding. Ja, okay. Einer wird gepackt, der andere muss den wegkicken. Dann lass dich packen, ich kick. Der Krippes-Ktor. Bist du gekrabbelt, oder? Ich hab immer noch hier Paras. Der rafft gar nichts an. Jetzt! Ja. Dumm-Jor. Kannst du halt ihn direkt wegmachen. Der muss nur einmal gehittet werden, dann ist er weg. Ganz schön feige, der Typ, ne? Was ist der Dude? Hey! Von hinten, ich werd abgestochen! Ei, ei. Wieder einer. Von wegen! Das ist derselbe, der hat noch ein Comeback gemacht. Der Dude. Soll ich Heilung machen? Weiß man. Ja, komm, wir haben ja auch einen Haufen Möglichkeiten, das Ding eh nochmal zu resetten. Hast du eine Spritze dabei für einen Notfall? Ja, ja. Wenn du stirbst, verlierst du ja all deine Sachen, ne? Das ploppt alles so neben dich. Ja. Warte, wir machen jetzt erstmal die Tür vorne auf. Ey, wie ich jedes Mal den Boogeyman hier sehe. Macht der Lärm? Macht die Snitch Lärm? Ja, ja, auf jeden Fall. Risiko, warte. Hast du ein Poster gefunden? Steck mich hinter der Snitch. Ja, ich seh den Riesen ein. Ja. Mach die Tür schon mal vorne auf. Au, warte, ich bin zu weit. Hey, bringt's nichts mit der Snitch, die fährt sowieso zurück. Also. Okay, bleib mal da stehen, ich probier's ohne den zu triggern. Aber der kommt, deswegen. Da einfach hinter der Snitch. Da steht er nicht, deswegen. Ey, bis jetzt haben wir nicht ein einziges Gegengift gefunden, ne? Nee. Ich denke mal, keine medizinischen Items implementiert das Ganze. Hier, Schlüsselherz steht hier. Bleib einfach da. Ja, ja, genau. Ah, du hast dich bewegt. Jetzt hat er dich gesehen, jetzt sind wir am Arsch. Geh hier rein. Ich geh hier unten ins Versteck. Ja, ja, da sieht uns nicht. Ich rede jetzt noch eine Spritze direkt vor uns, by the way. Aber ich hol schon mal den Schlüssel. Und macht Spaß da rein zu snitchen. Aber du kannst anscheinend die Snitch als Sichtblockade usen, wie ich gerade gelernt habe. Du kannst dich hinter der verstecken. Warte mal, da wird gleich nochmal eine Patrouille laufen, der Boy. Boah, wieder so ein Fiebertraum. Ja, ja. Wie gesagt, von mir aus, lass dich einmal hauen, dass wir mal diese ganze Psychose weg haben. Das ist ja nervig wie Sau. Lass dich einmal von ihm hitten und ich bleib hier drin und dann hole ich dich. Nein. Alles für die Punkte. Ja, bei mir kriegst du mich auch die ganze Zeit. Einhorn Diva, fühl dich berührt da, wo du dich berührt fühlen willst. Ja, das komm, ist, glaube ich, zeitgemäß. Bleib mal drin, ich mach die Tür wieder zu. Mach mal einen Schlüssel rein. Lass mich jetzt einmal hitten. Von ihm. Bleib drin. Aber why? Wegen der Psychose oder was? Ja, ja, ich will die Psychose nicht mehr. So. Was ist, wenn er nicht finished? Geht er weg? Warte mal, ich versteck mich einfach aus seinem Sichtfeld. Ist aber was rafft. Hat er mich gesehen? Der will mich. Was macht der? Skill, guten Abend. Da haben wir direkt eine Spritze vor uns. Was macht der? Der slidet so um die Snitch rum. Ah! Nein! Alter, der ist total kaputt. Ja, ja.
Ja, komm, ich lasse mich jetzt einmal hinten. Komm, nimm mich. Ja, dann kriegst du bestimmt. Egal. Sieht gut aus, ne? Er macht hier Augendrücken ja, mit dir. Ja, Gesicht kaputt. Erinnert ein bisschen an Game of Thrones. Ist halt die Frage, ob die Kleinen, ich glaube, die Kleinen können ich nicht finishen, ich glaube nur die Riesen. Da ist so ein Messerboy oder so, bei dem könnten wir es probieren. Wo ist denn jetzt hin? Lieber die rechte Spitze. Ja. Aber die Psychosen machen mich fertig. Aber ich lebe mit ihnen. Ich stehe zu meinen Psychosen. Oder links, eine andere Seite, da sieht ich sonst. Das nein, nein, nein. Das wird. Okay. YOLO Swag. Okay. I'll do anything you want. Bleib stehen, dann sieht uns. Warte. Hier sind Spindel. Wir laufen jetzt einmal im Viereck. Bin versteckt. Oh oh. Ich komm zu dir. Ja, bringt nichts. Warte, ich mach Tür zu. Zeig dir, was wir jetzt machen. Hier sind die Spindel, da gehen wir gleich rein. Wir laufen einmal im Viereck mit ihm. Hier durch. Warte, ich mach Tür auf. Er läuft jetzt nämlich hinterher. Okay. So, und jetzt rein. Also ein Riese ist immer sehr, sehr dumm, ne? Ja, alle eigentlich. Du musst sie halt aus der Sichtweite kriegen und dann einfach Stärke merken und die, wie gesagt, einmal im Viereck laufen lassen und dann gehst du rein. Haskio sagt gerade, alle können uns finishen von den Killern. Ja, okay. Alle? Ja, wie gesagt, ich lebe mit meiner Psychose, ich mag das die Ding einfach. Ist, yeah, aber wobei, doch, wir haben Hinweise. Das Geile ist, es gibt ja auch so ein Level, wo du einfach absolut keine Hinweise mehr kriegst, ne? Wo Leichen und sowas rumliegen und was weiß ich. Jetzt brauchen wir erstmal. Komm mal mit. Den brauchst du nicht mehr, Herrscher, bringt sowieso nichts. Wollt ihr wieder zurück? Weil eben ist er ja nicht zurückgerollt. Ja, aber entweder müssen wir jetzt durchstehen mit der Snitch. Wir müssen die vorne einhaken, dann Trigger stehen, warte. Doch, zieh ich durch. Wir brauchen erstmal die Schlüssel. So, da ist der Boy. Zieh voll oder Sprint. Sprint. Und Sprint. Trigger den hier rum. Und Sprint. Und jetzt rennen wir direkt wieder hinterher. Warte. Jetzt. Mit. Wir machen das gleiche wie gerade eben. Einfach durch, bei mir. Geh schon mal in den Sprint, ich mach nicht. Du bist eine Doppeltür. Können wir die gemeinsam knacken? Lohnt sich das? Na, pass auf, was jetzt eben das Ding war. Du musst, also die Snitch, die kannst du bis zum nächsten Tor durchschieben und erst dort hakt die sich ein. Sonst rollt die ja die ganze Zeit rückwärts. Das heißt, entweder können wir jetzt hingehen und haken die immer zum nächsten Tor schon mal ein, bevor wir die Schlüssel haben. Ja. Ne? Und suchen dann erst die Schlüssel. Oder wir suchen zuerst die Schlüssel, machen das Tor auf und jagen sie dann durch. Ja, eben gerade hat es halt angeboten, weil noch nicht so wirklich was los war, ne? Ja, aber einer muss halt den Gegner dann ausspielen. So, und jetzt müssen wir Schlüssel wieder suchen. Au! Boah. Und man ist immer so schnell auseinander, ne? Mhm. Aber verstehst du jetzt bis. Oh. Ja, du machst halt den Lärm, Vorsicht, Glas. Ach, du kannst durch Glas laufen ohne Probleme. Ja. Der kommt hierher jetzt. Wir sind auf der falschen Seite, by the way. Ja, komm mal her. Einfach mitrennen. Ich bin da, ich bin hinter dir. Ja, easy. Da ist er. Warte kurz, es ist dunkel, die rafft nichts. Wir sind ja schon eins zu weit, hier finden wir den Schlüssel nicht. Ich bekomme wieder eine Psychose. Boah, ich schwitze so hart, ne? Und wir sind einfach immer noch 32 Grad, ne? So, okay, die ist wieder weg. Wir müssen jetzt einfach mal straight back. Das Ende wird halt richtig bitter, wenn wir wieder hier den Chef brutzeln müssen, ne? Ich habe da eine recht gute Taktik rausgefunden. Müssen nur, Vorsicht, Glasweg sein. Kann ich ja rüber schleichen? Ja, ja. Ich kann jetzt einfach so drüber laufen. Durch mein Perk. Oh. Bei mir macht das nichts. Oh, Perspektor. Oh Gott, direkt vor uns. Durch. Bin hinter dir. Ja, ja. Oh Mann. Wenn man so wie ich eine Psychose hat, dann ist alles hier irgendwie voll der Horrortrip. Muss jetzt erstmal gucken, was wir haben Mond. Das Fenster siehst du's. Ja. Auf dem Bildschirm. Okay.
Ich würde sagen, wir machen den Gang erstmal frei. Ich krieg den aber schneller auf als du, warte mal. Ja, da. Ja. Okay, was war das auf. Denn? Dann mach schnell Gas! Komm her. Wir können hier durchspringen. Das Glas. Und gehen wieder zurück in die Spindel. Kann man hier unten rein? Komm her. Wo. Triggern jetzt wieder einmal im Kreis im Notfall. Ja, das sieht uns nämlich, genau. Was mit dem solchen Johnny? Der ist weg. Wieder durch. Die Tür vor seiner Nase zu. Okay, und den Spind. Vielleicht knacken wir gemeinsam die Doppeltür. Alter. Ja, aber die bringt nicht so viel. Die ist eigentlich Jabial, relativ gemein. Wie kannst du dir das leisten, 53 Monate hier aktiv zu sein? Ich muss mir was zu trinken schenken. So, warte. Ich schwitze aus allen Poren, ne? Ja, so das muss Game es sein. Muss Sommer. So muss es sein. Was I can't. Will ich auch gar nicht sehen, mein PC glückt. Du machst jetzt bei deiner schönen Klima, hä? Wir haben es bei dir drin? Keine Ahnung. 20 Grad. Und es wird bei Kisi immer heißer. Nee, ich hab die Klima auch nicht so hoch. Ja, aber unter 25 auf jeden Fall, oder? Hä? Unter 25 auf jeden Fall. Weiß ich nicht. Falscher Kisi, Vorsicht. Ich hau ihm jetzt einen Stein in die Fresse, so, ich hab keinen Bock auf den Arsch. Verpiss dich! Ob der immer noch aktiv wird? Ciao! Okay, da ist der Messerboy. Da drin müssen wir rein. Müssen jetzt Mond finden. Müssen jetzt einmal hinten nur so... Nur von Wasser und Brot, ja gut. Im Kreis laufen. Der Riese kann ja hier nicht durch. Nee, da kann er nicht durch. Okay, hier ging es nur wieder ganz zurück, by the way. Da waren wir ja vorhin. Ah, wow. Ich will ja zumachen, ich will aufmachen. Ich guck mal ganz kurz vorhin den Blick, warte mal, ob ich irgendwas finde. Interessantes, Flasche. Wow. Vorrichtungslader haben wir vor uns. Hast du den schon eingeused? Was? Ein Vorrichtungslader für deinen Perk? Okay. Ich hab einen dabei. Gut. Wenn du Heilung brauchst? Ich hab auch noch einen. Ja. Okay, kann das sein, da vorne dass du auch schneller unterwegs bist? Ja, kann gut sein. Naja gut, du hast wie viele Stunden in dem Spiel irgendwas mit 120 hast du gemeint? 120 nee. Plus, ne? Was hier kommt? Ja. Hat ihr das gesehen? Ja, 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 lauf mal einfach weiter, die Richtung. So stupid. Ich sag dir, voll die fiese Zahnspange, deswegen ist ja auch so böse. Warum hältst du jetzt deine Hand so komisch? Was ist das jetzt für eine Aktion? So, laufen wir durch. Ey, da oben steht jemand. Beobachtet uns. Ja, ja, überall. Eigentlich so eine riesige Freizeitattraktion. Nee, das ist nicht wegen der Spritze, das ist irgendwie voll. Ich bin da. Alter, was ist mit deiner Hand? Oh, warte, sieht uns. Bam! Okay. Kannst du ein Versteck suchen? Oder einmal. Oh, da kann man nicht durchspringen. Also, weil sie rafft nichts mehr. Oh, das ist verwirrt. Ah, sie kommt aber. Ja, perfekt. Okay, lass wieder durchlaufen, da wo sie eben war. In der Zeit. Ja, hopp, 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 also die Zeit. Ein ja, du darfst bloß halt nicht aufstehen eigentlich. Achtung, ich höre den Riesen. Ja. Oh, beide. Boah, ich bin im Spind. Wow. Oh, fuck. Ja, okay, ich lieg. Oh. Werde ich erwischt? Ich habe kein Versteck. Komm zum Spiel. Nee, aber bleib da, bleib da. Ja, wenn das da wegläuft. Warte, die gehen beide weg, du kannst mich holen. Come on, we're not done yet. Come on, we're not done yet. We're not done, done yet. Jetzt reiß dich mal zusammen, Pur. Ich bin eine Hitney-Schlampe. Die ist immer noch hier. Die kommt schon wieder. Alter, wie aggressiv die aber auch direkt zu uns ja, anstürmt. Wir laufen halt jedes Mal in die Patrouille genau wieder in die gleiche rein. Ja, wir müssen aber da durch, oder nicht? Ja, ja, aber du musst halt abwarten, bis sie halt mal läuft.
Die sucht dich. Hat sie durchsucht irgendwas? Steht immer noch vorne dran. Nee, nee, sie ist weg. Nee, nee, ich sehe sie doch. Die schreit im Blick, die kommt schon wieder. Oh. Kann ich nicht mal in dieses Elektro-Ding reintreten? Ich muss warten, bis jetzt hier durchläuft, dass wir dann durch können. Laufen wir jedes Mal wieder in ihre Patrouille rein. Wo ist sie denn jetzt? Ja, komm, lass mal hier in den Spind reingehen. Ja, lass den Spind. Mann, wir hätten auf die Mine werfen müssen. Wenn wir auf die Mine werfen und der Gegner steht direkt davor, bekommt der dann ohne Tröte. Was, echt jetzt? Nee, nee, die haben nichts davon. Dreckspiel. Absolutes Dreckspiel dann. God Mode haben die. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Komm. Und wenn dir jemand einen Backstein voll in die Fresse ballert, ne, dann bist du auch erstmal erledigt. Warte mal, ist das hier Mond? Ja, ist Mond. Nice, wir haben Schlüssel. Wollen wir nur einen oder noch mehr? Ja, einen. Okay, easy. Können wir die Tür aufbrechen? Da vorne. So. Ja, da kommen wir direkt zum Riesen, zum Schlüssel. Sie kommt. Warte. Weißt du, dann machen wir, ja, machen wir einfach so eine Schlaufe wieder, wenn wir bei der Tür sind. Ja, können wir machen. Wir werden ja beide dann alle auf uns gehen, das wird das Problem sein. Okay, passt, der läuft gerade weg. Okay, 3, 2, 1. Let's go! Und lass nach links laufen. Besser kommen sollte man nicht dazu. Ja, komm. Turn around my heart. Und ja. Aber dafür gibt es keine Belohnung. Ich meine, das ist jetzt richtig Arbeit. Das ist ja nicht mal mehr, dass man sagen kann, oh, guck mal, wir haben ein bisschen Spaß und Outlast. Wir rennen ein bisschen an den Leichen vorbei und kitzeln dem Riesen am Ding-Dong. Das ist ja richtig, easy. Richtig Arbeit. Arbeit. Mhm. Ich fühle mich gerade, als wäre ich irgendwo, keine Ahnung, Schlitze klopfen. Kein Unterschied. Knie mache ich mir hier kaputt und Staub in der Lunge. Okay. Got it. Jetzt müssen wir nur wieder zum. Easy-Bumsee. Zum Schloss, zum Tor. Ah, da kommt schon wieder. Watch out. Das war jetzt aber nicht, wie der hier geknistert hat. Ich bin Spind reingesteppt. Oh, auch noch Pestdoktor. Ja, okay. Jetzt kann ich so chill warten. Jetzt einfach hier drin. Also, Pfälzer, ich interview dich jetzt ein bisschen. Du als professioneller Outlast-Spieler. Mhm. Also würdest du sagen, dass Outlast schon der Stoß war, damit deine Karriere funktioniert? Nö. Also so auf YouTube also, so? Ohne jetzt dich oder Gnome mit anzubeziehen vielleicht, ja. Aber es hat dir schon stark geholfen, Outlast. Safe. Liegt es daran, dass du gesagt hast, ey, ich verwahrlose quasi... Ich bin eigentlich Outlast. Mein Job und werde zu Outlast? Ja, ich mache eigentlich selbst so eine Klinik jetzt auf. Und lade alle Zuschauer ein, auch die Trials zu machen. Und wo machst du die Klinik auf? In Kalifornien. Gym. Im Gym. Hallo. Willst du eine... Ah, Joan wird der erste Tester sein, by the way. Der schon freiwillig gemeldet. Also Outlast war so der Startschuss für deine Karriere. Von dem Oh, da kommt schon wieder. Na, das hat schon wieder gesehen. Komm, wir müssen ihn sowieso einmal triggern. Scheißegal. Wir laufen mit ihm mal hier um die ins Viereck klein. Da kommt er. Das gleiche bloß ohne. Aber ich hol ihn mal her. Komm her, Boy. Das gleiche bloß ohne in die Spinde zu gehen. So, einmal hier durch. Mach die Tür zu am besten. Wenn er kommt. Ah, oder nicht? Achso, ich dachte. Steck jetzt den Schlüssel rein. So. Komm mal rein. Oh, du bist so. No! Was gibt er mir? Krieg's hin! Komm, wir rennen die gleiche. Wo ist sie wieder? Komm mal rechts rüber. Oh, meine Ausdauer, Baby. Was ja, ich hab. Sind beide. Direkt den Spind. Nebeneinander, dann kann ich heilen. Ah, ne, das hören die, ne? Ja. Ja, um Wartails geht, genau. Wie Bubbles gerade meine Wartails. Aber Wartails komme ich leider gerade überhaupt nicht dazu, Aufnahmen zu machen. Mein erstes Offline-Let's Play.
Echt? Das hätte ich auch gerne mit dir gezockt, ja. Ja, aber soll ich das mal alles spielen, Sohn? Mhm. So, und ich komme ja kaum dazu, meinen Zweitkanal zu füttern. Die Leute wissen gar nicht, dass er existiert. Ja, genau. Bist du bereit für eine Dröhnung? Ja, watsch mal rein. Sagen was die Forschungsauflader, die werden wir uns halt für das Endgame aufheben, ne? Ich glaube, da werden die relativ important werden. Wir könnten die, also wir kommen später raus, da wo die Cam ist, kommen wir sowieso irgendwann rum. Und da wird dann auch das Endgame sein. Im Notfall lassen wir die hier liegen. Weiß ja nicht, ob das Sinn macht. Ja, im Moment habe ich noch Platz. Okay. Gut. So, wir müssen jetzt Snitchy wieder schieben, ne? Ja, pass auf, Glas, ja. Wir könnten den theoretisch durchschieben wieder. Was ist Risiko gleich? Ja, triggerst du ihn? Ich hab. Okay, warte bis hier vor. Hier rein. Hier muss er stehen. Dann ist er fest. Passt, easy. Keiner kommt. Easy. Snitchman. Gut, okay, kannst stehen lassen. So, wir brauchen Auge. Auge! Wollen wir das hier knacken, bitte? Hier, knack und back. Dann müssen wir wissen, wo wir hinrennen. Warte mal, der Riese sieht uns. Okay, let's go. Okay, Versteck suchen. Wir gehen mal links. Hier ist ein Glas, komm her durch. Hier sind Schreier, pass auf, nochmal zu. Wir bleiben erst vor. Au, ich werd verkloppt. Ja, ja. Komm wieder. Ich kann mich nicht bewegen. No. Bin tot. Kann ich machen. Okay, jetzt. No, 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 du musst rennen. Wo bist du? Alter, warum du bist. Ja, ja. Das Problem ist, du kannst ja nicht so weit weg. Nee, ich hab ja Glas, aber ich muss kurz warten, was sie macht. Warte. Ich versuch so ein bisschen in deiner Nähe zu bleiben. Ja. Ich lieg jetzt unterm Glas quasi. Ach, sie sieht mich. Okay, warte, ich muss durchrennen. Ich muss einmal eine Runde rennen mit ihr. Nichts geht nicht, warte, komm. Nee, mach kein Risiko, wir sind so weit. Ja, ja. Sie finisht mich. Ja, okay. Hast du eine Spritze? Ja, ja. Aber du musst auch in der Nähe meiner Leiche bleiben, ne? Ich vergesse den Schaden. Ich hab ihre Zahnspangen in die Fresse geprügelt. Wir haben ja draußen gerade noch eine Spritze gefunden, also alles easy. Hattest du auch noch eine dabei? Nee. You're gonna be fucking sorry! Also sie steht direkt davor. Die Fallen, die Kameras außerdem, wenn die dich sehen, schließen die bestimmte Bereiche ab. Das heißt, die fahren Rolltore runter. Geil, Mann. Mhm. Ich finde, das Spiel sollte noch schwerer werden. Ja. So, komm. Kriegst mal einen Spritz in den Kopf. Wie sich das anhört, Alter. Ich krieg's ja wirklich in den Kopf rein. So. Okay, wir brauchen Auge immer noch. Hier ist Stern. Mann, ist da nochmal eine Leiche? Das ist. Ohne. Nein. Ja, wenn wir durchs Glas springen, aktivieren wir den. Finde, was das da hinten dran ist. Hm. Kann man da nicht noch einen anderen Weg finden? Ja, doch. Soll ich das entschärfen? Nein, dann geht er auf. Dann geht er an, der Typ. Aber wenn wir hier zumachen, da ist doch Auge. Direkt da vorne. Ist oder Auge. Nicht? Nee, nee. Was ist das da? Krone. Ach, Krone. Also wir könnten durchs Fenster springen. Wir haben zwar kurz gestunt, aber ich glaube, keiner ist in der Nähe. Warte, ich guck mal nein, ganz kurz. Nein. Ja, alles gut, alles gut. Achso, ich habe ja leises Heilen mittlerweile. Ich guck mal ganz kurz, ob jemand in der Nähe ist. Nee. Okay, ich spring jetzt durch, das stunt uns, aber no one cares. Die kommt, doch, die kommt. Vorsicht. Ich kann mich nicht bewegen, ja. Ja. Okay, lass mal nochmal rennen. Mach die Tür zu. So lang? Einfach hier, wir gehen in so einen alten Weg, das wissen wir. Wir wollen uns irgendwie groß verlaufen. Hier rechts rein, Vorsicht, mein Glas. Die ist immer noch da. Muss aufmachen, Chef. Ja, lauf du durch. Klappt nicht. Geh in den Spinn schon mal. Dann laufen wir einfach den Weg wieder easy zurück. Oh Mann, das Spiel. Aber so müssen wir es halt spielen. Wir müssen die Verstecke vorher finden. Falls jemand in der Nähe ist, halt wirklich so ein Viereck rennen können. Das werde ich schon mal absprechen. Alter, da kriegst du doch Schimmel auf der Ritze.
Warte, die steht aber rechts von uns. Ja. Ah, die läuft zurück, aber. Warte kurz. Ja, sie ist weg. Was war das gerade? Keine Ahnung, irgendwas ist da. Das Ding ist hier weggepackt. Oh no, geh wieder rein. Ciao. Doktor Pest. Ja, komm. Oh oh. Ah, hier kommt der Dr. Lively. Oh, geh weg, Bro. A proper probe is an input and an output device probe. Okay, aber jetzt. Vielleicht kann ich sogar meine Zuschauer durchschnitt halten, ne? Kann mich vielleicht zum Partner bewerben. Das ist ja Träume, Junge. Hm. Da kommt ja Twitch und sagt, ja, aber wir halbieren. Ich hoffe darauf, dass ich irgendwie für 200.000, da bin ich schon dabei, von irgendeinem Kick-Typen abgeworben werde. Dann gehe ich rüber zu Kick. Ja, Amorant. Dubai Kohle. Wurde nicht, glaube ich, sogar abgeworben? Wer? Alle werden abgeworben gerade. Am laufenden Band. Also Kick, Leute, falls ihr es hören sollt, ne? Also 200.000. Da könnte ich viel von meinem Kredit abstottern, würde ich machen. Oh. Over there. Was ist der Geist da? Okay. Da vorne ist es auch noch eine Leiche, vielleicht ist es sogar die hier. Kannst du erstmal die angucken, wenn du magst. Da sind auch viele Leichen. Was ist mit den Dosen? Wow. Ja, easy, der darf nichts lassen. Was haben wir? Auge, hier ist Auge, perfekt. Ufrobe! Rein der Finger! Raus das Auge! Würdest du, wenn die dir jetzt 200.000 anbieten, würdest du zu Kick gehen? Oder würdest du sagen, nee, ich bin Twitch-Boy. Auf Lebenszeit. Denkst du, Kick kann Twitch irgendwie wirklich Konkurrenz machen? Ich hab einmal reingeguckt bei Kick. Ja, auch nicht. Keine Ahnung. Also, was bringt's mir, das jetzt anzunehmen und dann mit zwei Followern da drüben zu hocken? Aber du hast 200.000. Oh! Raff, da komm her. Ja, wow! Der hat mich! Ja, hab dich, hab dich. Komm mal rein, gleiche Posi rennen. Bitte wieder. Wir haben einen Schlüssel, also alles gut. Mach schon wieder einen Fortschritt. Also wieder ein Schlüssel. Einfach wieder rein. Da sind wir daheim. Chat, würdet ihr mir auf Kick folgen oder würdet ihr sagen, nee, unterstütze ich nicht, weil Dubai? Öl und sowas. Doch irgendwie außer von irgendwie Öl und Glücksspiel. Despoten. Uff, eine. I don't know. Würdest du kommen? Würdest du mich da unterstützen oder würdest du sagen, nee, mach ich nicht? Ich komme immer wegen dir, weißt du doch. Also du würdest mit umziehen. Als Zuseher. Ja. Okay, Chat, nutzt irgendjemand schon die Plattform Kick oder sagt er, nee, da treibe ich mich nicht rum? Weil man muss schon sagen, ich glaube, Kick gibt dir irgendwie was? 90% oder so von dem Sub? Das ist schon krass. Und man muss noch bedenken, Twitch gehört Amazon. Die sind eh schon. Also das ist sowas von gar nichts, ne? Was sie damit verdienen. Im Vergleich zu ihren anderen Geschäften. Ach, schon wieder. Ja, okay, wir müssen jetzt mal austriggern. Aber jetzt nochmal Spin-Action, okay. Ja, da wird jetzt die ganze Zeit der Patrouille laufen. Also müssen wir einmal probieren, Schlüssel wenigstens reinzukriegen. 95,5 ist der Subsplit. Ja, okay, das ist halt schon krass. Also sollen sie alle rübergehen, habe ich mehr Platz hier. Hey, wenn das irgendwann... Ich glaube, das ist die Fio-Base abgreifen. Vielleicht sollte ich einfach mal auf beiden streamen. Darfst du nicht. Warum nicht? Achso, stimmt ja. Twitch ist ja... Aber Kick wird's erlauben. Das ist ja auch sowas. Der hier... Wie heißt der eine, der jetzt da drüber gegangen ist für 100 Mille, glaube ich. Der... Wo ist der denn jetzt? Ah, er kommt wieder. Der... Wollen wir jetzt austricksen? Der ja, darf ja auch noch beide weiter auf Twitch streamen, wenn er möchte. Jetzt können wir. Der ist da rechts irgendwo. Hier ist eine Falle. Warte mal. Ach, muss ich reinstecken, warte mal. Jetzt schlagt jemand in das Konto.
Hat jemand gehört? Warte, schieben. Vorsicht, der Typ kommt. Das ist Verstecksuche, komm mit. Links. Oh Gott, Vater. Linie. Hier rein. Wo bist du? Ja, bin falsch. Oh, gut. Ich bin wieder zu unserem Space. Ja, ja, okay, ich renn durch. Aber ich werde es verfolgen. Ah. Hat dich verfolgt. Oh, musst du durch? Nee. Ich wollte gerade, dass er mich angreift, aber macht er nicht. Ja, nee. Boah, ich hab mich safe, also, ich hab zwar gesagt, ich bin gegen Casino-Streams und dazu stehe ich auch, ich würde nie Casino machen, aber ich bin natürlich nicht so naiv und glaube daran, dass ich dann eine Plattform meiden kann, wo rein zufällig halt auch Casino ist. So, ich komm! Okay, Runde rennen. Baby, don't hurt me. Geh schon mal in den Spind, schließe ab. Sogar weiterziehen, okay, rein. Ja, wird ein bisschen problematisch. Ja, jetzt kommt noch bei Spoiler, okay. Ja, okay, jetzt Schatz sagt. Hier drin. Was spielst du in meinen Kniekehlen, ne? Mann, du bist echt ein kleiner Schmuddelmann, ne? Ja, ist halt so bei immer noch 31 Grad. Was haben wir hier? Keine Ahnung, 22 vielleicht? Ich muss sagen, mein Bein ist auch ein bisschen kalt. Ich sitze hier nämlich nur in Boxershorts und ein bisschen fröstlich ist es schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Gucken, dass die Cam uns nicht kriegt. Was ich in der Falle. Riese. Wir müssen jetzt erstmal rausfinden, was wir brauchen. Willst du die Puppe haben? Die da? Ja. Nö, guck mal, die ist ein bisschen verschimmelt. Fuck. Guck mal, die Cam dreht jetzt einmal noch hier nach rüber zu uns und dann können wir rüber. Und. No. Ah, die hat's gesehen. Ja, okay, scheiße. Wow. Hast du einen. Komm mal hier durch. Nee. Aber ich kann gucken, ob ich eben einen sehe, warte. Hier liegt ein Herz, das habe ich damals schon gefunden. Ich weiß nicht warum. Hier an dieser Stelle liegt ein Herz, warum auch immer. Das ist wie ein Stein. Ja, aber sonst liegt nirgendwo im Herz im ganzen Level. Finde ich schon beeindruckend, dass du wirklich auch jedes Objekt in jedem Level mittlerweile auswendig kannst. Ja. Flaschen. Wo zieh ich meinen Hut? Dietrich ist gegenüber. Da drin. Die Batterie konnte ich ganz gut gebrauchen. Ja, mach dann Lärm, wenn du sie da rausziehst. Ja. Dann müssen wir jetzt wissen, was wir machen. Lärm? Nee, andersrum. Ja, ja. Wir müssen erstmal finden, wenn es ein Schlüssel. Ich würde ihn durchballern. Jetzt gerade, weißt okay. Du, so Stelle. Soll ich durchballern? Caro. Nee, der steht da vorne. Dann müssen wir uns jetzt absprechen erstmal, bevor wir jetzt durchballern, was jetzt Sache wird. Guck mal her. Aber steht ja, du musst den ganzen Gang, der ist straight. Geht er hoch. Also. Den Weg, den wir jetzt gerade hier gehen, im Notfall, falls wir verfolgt werden, gehen wir hier wieder zurück. Ja. Ne, ich versuche den abzulenken und wir gehen wieder zu unserer Spind-Action. Durch den Gang hier. Jo. Okay. Also, du kannst versuchen zu schieben. Im Notfall. Andere Flasche, ne? Ich schieb langsam. Ja, der kommt. Somebody help me! Er steht vor mir, jetzt musst du. Kannst du ihn abwerfen? Ja. Ah. Ja, gut, jetzt müssen wir rennen. Ja. Au, jetzt hat er mich einmal. Oh, ich lieg halt instant. Was? Ja. Kerke, was nun? Den Spinnen. Versuch nachzukommen. Lass ich, ob er mich finisht. Right there. Da kommt noch einer uns entgegen. Komm schon. Ja, ja. Okay, nehme ich hart. I got you. Ich drück dir eine Heilung danach rein. Ja. Ja, wir müssen es anders da blamen. Ist halt schwierig, weil die werden jetzt dauer. Oh, ist vollkommen. Aber hier sind wir safe. Bauen das Equipment zum Abwerfen oder zum Ablenken. Oder wir lassen die einmal in den Raum reinlaufen.
usen die Zeit, was ich meine, usen die Zeit, wo er dann da drin hockt und nach der Flasche guckt und schieben dann durch. Da vorne ist so eine Spritze, by the way. Ja, ja, da ist ein halber kalter Kiesel. Oh, hinter mir! Oh. Was ich mit der Mine. Was ich, falls er nochmal kommt? Er kommt nochmal. Hä? Nee, macht er nicht. Nee, nee. Kann man die Mine nur ausrüsten, wenn man genau drauf tritt oder wenn man im Radius schon ist von der Mine? Ich glaube genau drauf. Hast du noch eine Flasche im Notfall? Ich hab noch eine, ja. Ich hab Flasche und Herz. Okay, dann gib mal was. Und dass ich den abwerfen kann die ganze Zeit. Ich hab zwei Slots. Mit G. Oder so. Warte mal, ich guck mal, ob ich noch was finde. Vorne, was ist das? Oh ne. Batterien gegenüber. Dietrich, hier ist noch ein Backstein, okay. Warte mal, der kommt links, Vorsicht. Ja, ich bin dran, ich sehe ihn. Unter dem Backstein. Ich kann auch machen, dass ich ihn ziehe. Renn mit ihm einmal ein bisschen im Viereck. Und wir nehmen ein bisschen Schaden, du durch. Meinst du? Ja, ja, du ziehst durch. Okay. Wenn ich, ja, da steht hier rechts, warte. Zieh ihn einmal. Da, zieh durch. Okay. Der will mich, der will mich! Ja, ja. Ich bin gestuckt! Boah! Dann, geh durch. Komm direkt wieder durch. Oh nein! Ich hab die Mine vergessen, komm. Ja. Ja, ja, alles gut. Ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Kriegst du Damage? Der ist hier da vorne. Boah, du blutest bei mir durch den Spind durch, ne? Alter, ich blute auch wie ein Schwein. Aber ist gut, dann ist der Psychose direkt weg. Oh, ich hab's überlebt! Fastboy kommt jetzt aber direkt vor uns raus. Ich hab's überlebt! Ja. Mein Gehirn ist einfach super robust. Hat er's gehört? Nee, hat er nicht. Hoffe ich mal. Oh, oh, da kommt zu mir. Please not. Bist du im Spind? Ja. Ja, ja, ja. Nee, darauf nix. Thanks, Bob. Right there. Oh. Nee. Oh, 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 oh. Okay. Das ist links von uns. Was aber wiederkommt. Ja, er kommt wieder. Hat er dich? Nee. Nee, nee, alles gut. Warte, bis, warte, bis er weg ist. Komplett weg ist. Ich glaube jetzt, oder? Boah, die Psychose kickt bei mir so hart. Ja, wie werden wir den jetzt durchziehen? Hm. Ich meine Heilung, oder? Oh, die ist ein Schwert da noch. Hast du Forschungslader schon genommen? Nee. Okay. Okay, wir haben bessere Time jetzt zum Durchschieben. Ich habe ein bisschen mehr Ausdauer. Hast du noch was zum Werfen? Ich habe nur ein Herz. Okay. Also ich guck, wo er ist. Er ist rechts im Raum, da vorne. Probier mal. Komm mit. Let's go. Da guckt irgendwas an. Er kommt jetzt rechts durch die Tür bei mir. Rechts. Werf ihn ab. Ja, warte. Ey, das hat er ignoriert, das Herz zählt nicht! Au! Oh Gott. Ich hab keine Ausdauer mehr, ich werde sterben. Das ist ein rechtes Ding. Lauf, 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 lauf! Oh, die Tür muss zugehen. Herrn, seh uns. Boah, er kommt rein. Was? Die geht nicht zu? Ich lass ihn im Viereck laufen. In die Spinde. Soll ich durch und ein Ding machen? Warte. Ah ne, wir haben zu wenig Leben. Ja, ja. Steht links von mir. Wir können aber sogar eine Taktik fahren. Warte. Wir wissen, wo er hinläuft. Ja, wir direkt hoch da, wo unser Dude ist. Ja. Okay, let's go. Aber der steht jetzt schon ein bisschen fast weiter vorne. Ja, ja, der ist fast ganz vorne. Was war das denn jetzt schon wieder?
Ah, es sind zwei da. Jetzt habe ich aber auch nichts zum Werfen, ne? Ja, alles gut. Ich muss jetzt im Notfall rechts wegrennen. Ist irgendwo vor, oder kommt? Der ist oben. Ah, ich glaube, der. Was er versucht, der sucht die Tonne durch und dann kommt er wieder. Bleib mal da drüben, ja, da geht rein. Ja, der kommt wieder. Oh, ich kann ihn nicht markieren. Jetzt. Okay, das drin, komm raus. Kann sein, dass er uns das gleich sieht. Geh mal geduckt. Oh, er kommt schon wieder, was? Ach, Digga. Ich zieh durch. Ja, mach. Oh, ey, du hast zu wenig Leben. Mach. So. Da bin ich beschissen wahrscheinlich. Oh, ja, war perfekt. Ist dran. Komm her zu mir, rechts von dir. Du kannst den durch Springen auch mal ausweichen, ne? Sag gleich, was ich meine. So, wieder zurück. Hier in unsere Cafeteria, genau. Und gleich wieder links am besten. Hier können wir uns verstecken. Hier. Dann voll ging es nämlich auch hier unter das Bett. Boah. Also pass auf, genau. So eine Taktik, um zum Beispiel auch den Dicken oder so wegzuhitten. Wenn du jetzt der Dicke wärst, ne? Ja. Und du bist kurz davor, mich zu hitten oder zum ersten Mal zu erreichen. Guck mal. Kannst du einfach den Sprung usen und er trifft dich nicht. Und dann rennst du erst. Alright. Ja, denk dran, wenn irgendwie auch der YMCA-Boy so da ist. Gut. Also die Snitch hängt drin. Jetzt brauchen wir nur den Schlüssel erstmal. Achtung, er kommt. Hast du mal gesehen, was es ist? Ne? Ach, Pik habe ich ja, glaube ich, vorher gesehen. Oder Karo. Ja, Karo brauchen wir. Okay. Okay, in dem einen Medizinding war... Hier ist noch eine Spritze. Und nimm mit. Oh, das habe ich gesehen. Hier ist eine Batterie. Soll ich sie holen und dann machen wir einen Run? Ja, jemand hat uns gesehen. Warte mal. Ich will erstmal die Spritze, falls es noch jemand stirbt. Priorisiert. Riese steht da. Oh, ich hab zwei in der Backe. Renn hier durch zu unserer alten Stelle. Ja. Bist du drin? Komm mal. Bin da. Boah, ey, da sweatest du dich ja tot bei dem Spiel. So, und ich glaube, also am Ende, aber ich glaube, da komme ich gleich mal drauf. Wenn wir den Typ grillen müssen, müssen wir versuchen, das ist dann der YMCA-Boy und der Riese, müssen wir versuchen, beide zusammenzukriegen. Und einer muss sie dann immer so an eine Tür locken, die zumachen, weißt du, an die nächste Tür rennen, zumachen, während der andere theoretisch den Typ schon grillt in der Mitte. Oh, jetzt kommt schon wieder Pestboy. Also das Ende wird nicht so knackig, meinst du? Es wird ultra knackig. Okay, danke. Ich hatte ganz kurz Hoffnung, dass es jetzt irgendwie am Ende, dass es so ein bisschen abkühlend für uns wird. Und davon gibt es 9 Missionen. Und jede ist noch schwerer als die nächste. Das sind alle gleich. Alter, was ist das für eine... Wer spielt sowas? Welcher hasserfüllte Mensch? Okay, du. Aber sonst? Ich meine, du spielst... Was ich alles bin, ich bin Butter eingeschmiert, ich bin hasserfüllt. Naja, vielleicht solltest du doch irgendwie daran denken, dir ein bisschen Liebe ins Leben zu holen, dass irgendjemand mal ein bisschen Köpfchen streichelt oder sowas. Da gibt es so eine riesige Liste hier unter den ganzen Zuschauerinnen und auch Zuschauern, ja. Die Liste ist lang. Wenn alle vorbeikommen. Wir sind ein bisschen fröstlich unter den Beinen. Ich hab halt nur Boxershorts an. Brauchst du eine Batterie, hast du gesagt? Ne, hab ich, alles gut. Ich heil dich jetzt mal. Das hat ja eh Cooldown so. Ja. Okay, also Karo finden. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach erstmal rüber. Wie ist da vorne? Moment. So, da kommt er aber gleich wieder raus. Komm mit. Wir gehen hier straight rüber. Okay. Jetzt müssen wir die Leichen erstmal wiederfinden, dass wir jetzt mal Fortschritt kriegen, ey. Da close, be careful. Oh, falscher Fenster. Kissin, warte. Hört ihr das nicht? Ja, das hat er gehört. Oh.
Oh Gott, nein! Au! Au, was? Was geht jetzt? Alte Route, komm mit! Oh Gott! Lauf! Rechts rüber! Fick! Was genau. Hat er gesagt? Fick? Den Spinn. Oh, ei, ei, ei. Haben wir jetzt irgendeinen Fortschritt erzielt? Nee, ne? Ja, nee. Was halt auch ein Fehler, dann springt da so eine Alte mit irgendwelchen Schlabberbubis aus der Tonne raus und haut die ihre alten Milchtüten ums Gesicht, dann ist vorbei. Ihre alten Quetschäuter. Ja, lass einfach hier reingehen, komm. Die alten Cremetüten. Was ist mit dem Glas? Die alten Nuckelschläuche. Da vorne ist die andere. Der Presssack. Mach die. Kommt die her? Nee. Der Schlabberbeutel. Also. Jetzt geht sie weg. Was steht sie hier vorne im Gang? Ich glaube, die kommt gleich nochmal zurück. Oder? Ja. They're close. Be careful. Na, so klar. Okay, jetzt lass uns mal in den gleichen Gang reingehen. Zwei Pfälzer? Nee. What? Nur einer, der aus der Pfalz ist. So. Für meinesgleichen, wenn man zu mir sagen würde, ah, du bist ein Pfälzer, wäre es schon fast eine Beleidigung. Oder kommt, Vorsicht, 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 gib Gas. Ich bin, gebe. Ich gase. Ich muss ja schlagen. Jetzt hatte ich gesehen, ja. Achtung, eine Mine. Ja, ja. Achtung, Schrei, Bubu-Mann. Ja. Mal auch zu. So, wir brauchen, wie gesagt, Karo. Was ist das hier? Karo. Okay, probier mal. Kann sein, dass es den aktiviert. Ich weiß es nicht. Ja. Irgendwo ist hier jemand. Ich mach'n. Mit Alter. Ah, der ist. Na, das mach dir zu. Ich bin bereits drin. Komm mit. Wo bist du? Geh durch. Das Fenster. So. Komm. Hab noch einen Dietrich gesnackt. Und dann mal wieder hier durch. Wir haben einen Kreis gelaufen. So, ich mach die Tür hier zu. Ich hol Karo, ja? Ja, machen wir mal. Das schmeckt. So. Okay, Vorsicht, hier ist eine Falle. Wir müssen aber sowieso schon mal aufmachen, falls wir später rennen müssen. Über Strom fallen. Pestmann. Ja. Okay. Hier ist was zu verstecken. Ich würde es gleich mal. Hier kann ich mich auch verstecken. Die Tür müssen wir auf jeden Fall aufmachen, die brauchen wir. Was Lamm? Hat aber keiner gehört. Okay. So. Also, meine Strategie war. Wollte das nämlich jetzt machen. Also hier unter der Kamera. Da vorne ist jetzt dann der Raum, ne? Wo wir ja. Den grillen. So. Und der Raum geht dann so, da hinten. So lang. Bis wir theoretisch. Müssen wir aufmachen. Also im Viereck laufen. Hier ist der Raum. Was ist das? Eine Schlange an der Wand? Ih, weg! Ich bin auf so. YouTube und nicht auf Kick, wo das cool ist. Hier ist er. Ah, hier ist der Raum und wir laufen dann hier rum und wieder diese Tür raus. Ich laufe dir einfach immer hinterher. Aber verstehst du, was ich meine? Mhm. Hier durch, wenn ich jetzt geradeaus gucke, dann ist der Eingang und wir laufen hier immer im Viereck. Am besten mit beiden. Und machen immer die Türen nach und nach zu, weil die brauchen ja Time, um die Türen zu öffnen. Aber in der Zeit kann einer dann vielleicht schon mal brutzeln. Das wird total knallig. Ja, klar. Weil ein falscher Keys kommt. Keys Dollar Draw. Das ist mein Lieblings-Keys Draw. Der reiche. Keys your Prozent. Im Notfall haben wir hier vorne noch unsere andere Spritze, ne? Erinner dich. War das nicht hier? What? Hier war noch eine Spritz? Ne, die haben wir schon gelootet. Hier ist eine weg. Ne, hier liegt sie.
Hier. Ach so, stimmt, stimmt. Wir haben noch eine hingeworfen. Ja, ich kann nämlich auch noch vier rennen, okay. Ah, da kommen wir hier direkt drauf rein. Jetzt müssen wir aber den Lümmel nochmal ordentlich schieben, ne? Ja, wir müssen jetzt einmal in die Gefängniszelle da reinschieben. Warte mal, bis der Riese vielleicht kommt. Mach schon mal das Tor auf. Ah, der Riese ist weit weg. Okay, nice. Muss ich das mal, weil ich hab Schlüssel? Ah, du hast Schlüssel, ja. Wir gehen rein. Jetzt kommt Ryan's Elbow, Vorsicht. War direkt rechts durch die Tür. Der hat mich schon. Wir sind one-hit mit dem. Rein. Ja, er sieht uns. Genau, einfach weiter. Jetzt such den Versteck drüben und dann zusammenfinden. Ich würde sagen, hier irgendwo geradeaus durch. Du gehst in die Kiste. Welche Kiste? Hinter dir. Oder geh hier rein. Ja. Wir versuchen die im Notfall hier rumzutriggern und nehmen hier die Verstecke. Weil die ist auch. Boah, unten. Das wird asozial. Also richtig dreckig. Weil die stehen jetzt die ganze Zeit in dem Hauptraum. Du machst alle neuen Level für YouTube, ja, ne? Nö. Na doch. Du brauchst ja die ganze Zeit Koop. Ah ja, aber. Hör mal. So, als jetzt auch mit unter Single wäre, so würde ich wahrscheinlich durchziehen alle. Hör mal, so als echter Outlast-Experte. So, aber guck mal, im Notfall gehen wir raus. Die Musik ist dauerhafter. Also das ist noch die Kiste, wo ich gemeint habe, wo man sich verstecken kann. Okay. Jemand sieht dich. Was machen wir jetzt? Komm her. Ah. Jetzt bin ich wieder. What? Wo bist du? In dem Raum hier. Ah. Okay, wir sind ran. Vorsicht, der Boy kann da sein. Ja, er ist da. Mach zu. Ich muss erstmal die eine jetzt abhängen. Ja. Der Riese kommt da unten. Neu! Ja, komm, komm, komm. Wieder ganz zurück. Und Pestboy kommt auch noch. Ach du Heilige. Gleiche Pose wie gerade eben. Geh nun an den Tisch oder so. Oh mein Gott, das wird ja ultra widerlich, hardcore pervers. Wir dürfen uns auch nicht trennen. Ja, habe ich gesagt, wir müssen jetzt, wie ich gesagt habe, absprechen. Wir sie rausholen. Und die Messer, tue sie, die behalte jetzt von einem anderen Gebiet hier, die brauchen wir gar nicht. Die ist jetzt wieder rechts. Okay, passt. Bin raus. Gehst du raus? Ja, ja. Jetzt geht's darum, wie wir die erstmal richtig triggern. Problem ist, da wir hier Licht haben, wird die uns ab und zu sehen. Mach hier zu. Wäre geil, wenn man irgendwie Lichter zerstören könnte, ne? Ja. Achtung, hier ist ein Schlingschlong. Ja. Du bist ja jetzt YouTube-Partner, da musst du jetzt drauf achten. Deine lässigen Tage sind vorbei, wo du auf jeden Pimmel drauf sind beide hier drin. Okay, wir könnten's probieren, warte mal. Oh, er ist direkt vor uns. Oh. Okay, ich mach jetzt zu, wir laufen direkt rein. Renn durch, komm mit. Lass mit ihm rennen. Müssen probieren. Doppelbollern. Sag dir, wenn er kommt, der Riese steht auf dem Eingang. Riese kommt. Riese kommt. Ich. Weg. Den gleichen Weg zurück. Hier. Ja. Hier lang, ne? Oh, ich bin down. Oh. Bist du tot? Ja, ja. Oh, ne, der Riese sieht mich. Oh, Kacke. Ja, du bist auch tot, ne? Nein, ich lebe noch. Na, ah, nee. Nee, was? Der Finish? Ja, Alter. Ja, was? 11 gibt's dafür! Ey, das ist ja Krebs. Das ist ja absolut Krebs. Aber hat Spaß gemacht, oder? War schön. Ja, war mega. war mega geil. Also, ne? War entspannt eigentlich. Ja, war eigentlich voll lässig. Ich will es eigentlich jetzt jeden Tag spielen, bis es mir aus den Ohren quillt. Das ist eigentlich jetzt aber mein Leben. Trotzdem mal fürs Zusehen. Ne? Da seht ihr mal, wie heavy der ganze Käse ist, ey. Heavy, heavy, heavy. Das ist ja richtig asozial gewesen. Theoretisch bräuchtest du wahrscheinlich auch ein paar andere Perks, die uns ein bisschen das Leben auch noch leichter machen mitunter. Auch ja, dass klar. Du Glasscherben das kannst, ist eigentlich nur für die Oberliga, ne? Das ist jetzt, wenn zwei Die Typen... empfehlen ja auch, dass du Level 20 mindestens sein sollst. Ja, okay, wenn du jetzt zwei Typen hast, die kein Leben haben. Also einer nochmal wie du, der auch nur irgendwie zockt und schwitzt. Ja, ja, ja. Und dann könnte schon funktionieren, ne? Ja.
Was anderes machst du ja eigentlich nicht. Nö. Zocken und schwitzen. Zocken, schwitzen. Bis morgen. Dann nur noch zocken. Und dann geht die nicht mehr richtig am Morgen. Wahrscheinlich. Dann wird die defekt oder so. Und Moment, wann kommt die? Stinkt oder so. Am Donnerstag oder am Freitag? Donnerstag. Morgen. Achso, ich dachte, hast du nicht immer Freitag davor irgendwie gelabert? Doch. Aber die haben heute Mittag angerufen. Und dann gemeint, die haben, Digi, morgen kommt. Wie, die haben angerufen, bereit. Hast du den bestellt? Amazon. Und da rufen die an? Mhm. Die haben mich noch nie angerufen. Siehst du mal. Die haben mir immer nur... Ich sag mir so ein kleines süßes Geschenk für dich. Die haben mir immer nur quasi eine Schachtel geschissen und vor die Haustür gestellt. Ach, wieder Kisi. Hier. Bestellst also, du über Amazon? Für mein YouTube. Ja, gut, dann sag ich auch mal Tschüss. Ja, also das ist der Omega-Trail. Guck mal hier, willst das ist ein kleines Labyrinth. Ne? Hast du mal aber wobei ich auch mal hoffe, dass dann... Ja, ja. Dass dann bald halt auch neue Level und sowas kommen. Oder halt komplett neue Gegner. Content. Ja, genau, neue Gegner, neue Level an sich. Ich bin mal gespannt, ich hoffe, dass die es noch ein bisschen ausreizen werden. Weil Potenzial ist halt so viel da. Weil an sich macht es ja auch ultra, ultra Bock. Das macht schon Bock, ja, doch. Das ist ja mal halt Spiel. Die Hauptmission, die erste... spielst du halt gefühlt 7-mal durch. Komm, hier steht Join halt so the Reborn, ne? Mhm. Ist das ein echter Zähler? Sind das wirklich alle schon, die Reborn sind? Nicht. Ja, aber ich kann mich aber auch schon täuschen. Bisschen, das wäre schon geil, oder? Könnte gut sein, ja. Und wenn du Reborn bist, ist es so ein bisschen wie Jigsaw, der dir halt so eine zweite Chance gibt durch Qualen. Nee, komplett neue Person kommt dann. Nee, ich meine nur derjenige, der halt dann da rauskommt, der ist halt wirklich ein neugeborener Mensch und... Ja, der hat komplette Freiheit. Glaubst du? Das ist dann so ein... Nee, weiß man. Aber glaubst du, glaubst du, dass wenn man so richtig abgefoltert wird und das dann überlebt, dass es so ein Life-Changer ist? Oder denkst du, morgen bist du eigentlich wieder dabei, vom Twitch-Stream zu gammeln und Tiefkühlessen zu fressen? Was genau so, genau so, ja. Ich glaube schon, das hält so eine Woche bei mir an, dann bin ich wieder drin im Modus. Wahrscheinlich. So, gut, YouTube. Ihr geht jetzt am besten auch erstmal duschen, wie Pfälzer. Ja, am allerbesten. Macht's gut, bewerten und ja, wir sehen uns bei anderen alles. Krassen Sachen. Also wenn neuer Content kommt, dann ja, bin ich auf jeden Fall dabei, aber hier so auf Omega schwitzen, das müsst ihr uns schreiben. Hashtag auf Omega schwitzen. Wenn es 2000 Mal in den Kommentaren steht, dann schwitze ich für euch. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Tschüss.